ein paar BCAs Kirsch vorm Training. Und ja, steht heute Cardio-Training an, liebe Sportsfreunde. Ich wollte auch ein bisschen Spinning machen. McFit gibt es hier noch Spinning-Bikes. Um ein bisschen den Fokus auch beim Cardio-Training auf die Waden zu legen. Denn ihr wisst ja, Fahrradfahrer haben solche Eier da hängen, ne? Also ich meine an den Beinen. Und ja, bin mal gespannt. So, auf geht's, Sportsfreunde. McFit Tempelhof, ein bisschen Cardio. Ist immer so eine Sache, ne? Die Motivation fürs Cardio-Training ist natürlich nicht so hoch wie für ein Brusttraining oder für ein Rückentraining. Man quält sich schon irgendwie ein bisschen dahin, aber man merkt auf Dauer tatsächlich, wie gut einem das Ganze tut. Und dort treffe ich dann nachher auch noch den Stefan. Er wird mich ein bisschen durchdrücken. Er ist Physiotherapeut. Er meint, es liegt einfach an der ganzen Muskelverhärtung, in der ganzen Rückenpartie, die ich habe. Und wir haben schon einmal gemacht, fühlt sich ganz gut an heute. Drückt er mich nochmal durch und ich hoffe, dass es dann auf Dauer wieder gut wird, dass ich auch wieder richtig reinhauen kann. Mit dem Rückentraining, mit Kniebeugen. Und ja, würde mal sagen, auf geht's. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone. You've been away way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash L's, I just wanted him to lose you. Now it's like damn, puffing on the bush at Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Da bin ich wieder, liebe Sportfreunde, noch gut am Schwitzen, hier noch auf dem Parkplatz bei McFit. Gehört für mich immer mit dazu. Ne? Gutes Training ist immer mit Schweiß verbunden. Ne? Man muss mal richtig schwitzen, auch wenn es eklig ist. So. Ja, der Stefan, der Physio, der mich ein bisschen durchgeknetet hat, war jetzt nicht zu sehen, wollte jetzt nicht mit rein, verstehe ich auch. Muss ja auch nicht mal jeder mit in die Kamera. Es geht vor allem um die Mobilität der Wirbelsäule. Ja, gerade im LWS-Bereich, dass ich da ziemlich steif bin, verhärtet von der Muskulatur und deswegen Probleme auch in der Beweglichkeit in dem Bereich habe. Und da hat er mich ja gut aufgelöst. In der Anwendung. Das muss einfach öfters gemacht werden. Ich merke danach, wie ich so ein bisschen mich befreit. Ich hatte sonst mal so ein bisschen das Gefühl, als ob ich so ein Brett hinten im Rücken habe. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Wie ich so ein bisschen so, da ging nicht viel. Ne? Und danach fühle ich mich echt so ein bisschen befreit. Das muss öfters gemacht werden, dass die Schmerzen noch weggehen. Ich merke dann einfach, danach ist der Schmerz auch für eine Zeit nicht mehr bemerkbar und das muss reingehen. Dementsprechend auch vom Training, wie ihr gesehen habt, mehr Stabis wieder. Sprich intermuskuläres Zusammenspiel, Oberschenkel, Muskulatur, Gluteus, Rückenstrecker. Einfach, dass das wieder besser funktioniert. Da die Mobilität ein bisschen reinkriegen in die Rumpfmuskulatur und dann werde ich das auch wieder besser einsetzen können nachher bei den Grundübungen, dass ich da einfach mobiler bin. Auch ein paar Rotationsbewegungen, wie ihr gesehen habt und ja, vor allem Cardiotraining. Ich merke gerade, wie gut mir dieses Cardiotraining tut. Trotz Aufbau fühle ich mich eigentlich fitter denn je, weil ich das jetzt wieder auch regelmäßiger reinbringe. Vielleicht steht auch bald mal wieder ein Tough Mudder sogar im Aufbau an. Ja? Das geht. Ja, das geht, wenn man das will. Ist immer so eine Herausforderung. Kein Mensch hat Bock auf Cardio und ich muss mich auch motivieren. Ich gehe auch lieber zum Push-Day oder zum Brust-Bizeps-Tag oder zum Rückentraining. Wenn ich weiß, oh, heute steht Rest-Day an, Cardio-Training, Mobility, dann hängt mir auch das Kinn hier unten. Aber das ist so verdammt wichtig, Leute. Hört auf mich, macht das auf jeden Fall. Und ja, ich düse es nach Hause, muss endlich was scheppern. Post-Workout, liebe Sportsfreunde, ein Shake mir gerade hier fertig gemacht. Was nehme ich nach dem Training? Ich nehme 50 Gramm Isoway, Orangen-Maracuja, das schmeckt besonders geil im Wasser. Dabei ist noch 50 Gramm Maisstärke, damit schnell aufgenommen wird und ca. 5 Gramm Kreatin. Eine kleine Süßigkeit gönne ich mir noch, und zwar den Imperius. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt testen. Das ist keine Lüge, auch wenn das jetzt eine kleine Produktplatzierung ist. Ich esse den sehr, sehr gerne. Und vom Geschmack mit das Geilste, was ich so an Riegeln gegessen habe. Und dabei haben wir hier nur 1,6 Gramm Zucker bei der Größe. Das ist schon geil, muss man sagen. Ja, den haue ich mir jetzt rein. Ihr wundert euch sicher, dass das Bild wieder so hier lang gezogen ist. So Weitwinkel-Fischei-Style. Ich mag es persönlich inzwischen auch nicht mehr. Aber es geht nicht anders, denn hier meine schicke Sony RX 100 Mark IV ist kaputt. Hier ist auch nur noch der Karton, die ist nämlich gerade nach Reparatur und das soll 2 bis 3 Wochen dauern. Und das ist für mich ja, verdammt ärgerlich, die ist noch nicht mal ein Jahr alt, das Objektiv ist nicht mal rausgefahren.
Und jetzt muss ich 3 Wochen auf meine Hauptkamera verzichten, womit ich Fotos mache, die Videoblogs mache. Und ja, das ist für mich irgendwie ein Arbeitsausfall, weil ich mag dieses Weitwinkelding nicht, auch wenn die Legria, diese Canon, die ich hier gerade benutze, auch praktisch ist und guten Ton hat. Aber ich kann es eigentlich nicht erwarten, dass die Kamera wieder da ist. Ärgerlich, noch nicht mal ein Jahr alt, sonst würde ich sie euch hier weiterempfehlen, ganz klar, aber das kann eigentlich nicht passieren, oder? So, lecker rein. Scheppern hier, lecker essen. Heute ist Carb Cycling auf dem Programm, sprich ich spare etwas Kohlenhydrate ein. Wir haben hier Hähnchen, Gemüse und Leinöl am Start, ein bisschen passierte Tomaten drüber. Und währenddessen habe ich gerade mein Profilbild auf Facebook aktualisiert. Ihr müsst mir unbedingt hier folgen, damit ihr euch das angucken könnt, nicht? Oh, wie süß. Freitagabend, liebe Sportsfreunde. Ihr denkt sich, jemand macht ein Görki am Freitagabend oder am Wochenende. Ja, meist relaxe ich einfach ein bisschen. Ich kann mir das irgendwie schon lange nicht mehr geben, irgendwie so wegzugehen oder zu feiern, weil ich einfach merke, dass der Tag danach für mich so ziemlich im Arsch ist. Ob ich jetzt was trinke oder nicht, aber wenn ich bis 3 oder 4 in der Puppen tanze, dann wach bleibe, dann kriege ich den Arsch am nächsten Tag nicht hoch. Und das merke ich in erster Linie natürlich im Training und in zweiter Linie auch grundlegend in der Produktivität. Bei all dem, was ich mache. Und da irgendwie ist es mir das nicht wert tatsächlich. Ne? Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer auch mal so vielleicht alle paar Monate mal einen Tag, wo ich denke, mal drauf geschissen, das ist auch voll in Ordnung. Aber ist halt momentan, dass ich da eher ein bisschen der ruhigere Typ bin. Vielleicht mal in eine Bar, mal einen Cocktail trinke oder einen relaxten Abend vom Fernseher mache. Das ist halt eher mein Ding. Ne? Heute Abend steht dann Fußball an. Ich glaube Frankreich, Rumänien. Weiß gar nicht, ich bin gar nicht so irgendwie in der Fußball, in der EM-Stimmung so. Weiß nicht, was sonst immer mehr. Momentan ist das ja echt irgendwie so, dass Terrorgefahr ist und irgendwie alle auch Schiss haben, da ins Stadion zu gehen. Weiß nicht, ich finde auch momentan die deutsche Nationalmannschaft irgendwie nicht so attraktiv. So. Mein Lieblingsspieler irgendwie, so ein, ich bin ja halt Dortmunder, so ein Reus und ja auch ehemals Gündogan sind nicht dabei. Irgendwie die für mich so ein bisschen die Kreativität im Mittelfeld ausgemacht haben. Aber ich lasse mich da gerne überraschen, ja. Bin mal gespannt. So, meine Favoriten dieses Jahr sind tatsächlich Frankreich, wie wahrscheinlich jeder denkt, und auch Italien, weil Italien hast du nie auf dem Zettel und die spielen dann doch immer ein gutes Turnier. Könnt ihr mal reintippen, was denkt ihr denn, wer den Pott am Ende holt? Und ja, ich gucke mir gleich mal entspannt hier Frankreich an. Seitdem ich auch nicht mehr in Dortmund bin, habe ich auch nicht mehr ganz so den Bezug zum Fußball. Immer wenn man auch selber spielt, ist man da irgendwie näher dran. Oder wenn man irgendwie im Ruhrpott wohnt, wo die Leute auch irgendwie jedes Wochenende im Stadion sind. Nachdem ich immer wieder umgezogen bin, jetzt auch in Berlin, ist Fußball auch gar nicht mehr so auf der Karte. Aber solche Spiele, oder wenn Dortmund mal spielt, guckt man sich dann doch mal an. Ein bisschen updaten kann man sich da hin und wieder. Ja, und in dem Sinne, schönes Wochenende. Haut rein, euer Görki. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe bald dann relativ schnell wieder in einer besseren Qualität mit einer geileren Kamera. Tschüss.